Was läuft und willkommen zurück zu Shovel Knight, Plague of Shadows. Wir haben im letzten Part leider unsere langwierige Freundschaft mit Mona kurzzeitig unterbrochen, laut ihrer Angabe. Sie ist komplett abgehauen und Percy hat ihren Platz eingenommen, was ich irgendwie zum einen lustig finde, zum anderen sehr traurig. Und wir wollen heute zu Tinker Knight, um eventuell von ihm Informationen oder hilfreiche Gedankenblitze zu bekommen. Deswegen gehen wir in seinen Uhrenturm. Oh Mann, ich freue mich ja schon sehr auf dieses blöde Gelände hier. Wobei, es sollte nicht so schlimm sein. Wir haben ja den Screw-Attack. Oh, ich sollte einfach meine Bomben wieder wechseln. Und zwar auf Schwarzpulver. Interessant. So. Ein Gold. Mein Gold. Bomben. Für die Ratten. Ich finde, ich muss echt sagen, dieses Crew-Attack-Ding jetzt hier ist echt übel. Ich weiß nicht genau, wie viel Schaden die macht, aber die macht guten. Also, die zeigt sich von der besten Seite, die es gibt. Wow. Nur das Rumspringen ist ein bisschen nervig auf Dauer. Aber mir gefällt's. So, mal schauen. Au, das war gemein. Schnell verstecken. Unten. Die Münze holen. Ich muss unbedingt diesen blöden Magier da oben wegkriegen. Was ich nicht kann, weil der in der Luft ist. Aua! Aua! Das war so klar. Irgendwann muss ich sterben. Das ist eine Zwickmühle gewesen. Also echt übel. Übel. Wow. Ich könnte mich dran gewöhnen, einfach so rumzuspringen. Also. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von der Screw Attack generell, aber das macht irgendwie Spaß. Also macht voll Laune. Ha. Warte, den krieg ich auch noch, die Ratte. Nicht so gut, nicht so cool. Das Blöde ist ja, meine ganzen Münzen sind da unten, wo ich nicht rankomme. Eieiei. Naja, RIP Münzen und so. Zumindest kann ich hier mal kurz mit der Kühlerbombe alles rausholen, was ich brauche. Tonikum. RIP Tonikum. Ich glaube, bei so ganz schwierigen Passagen muss ich aber das unbedingt rausnehmen, das Zeug hier, die Screw Attack, die ist echt heftig. Also, man sieht ja, ich wirbel hier einfach rum und kann kaum was machen. Wie, da ist kein Geheimgang, willst du mich verarschen oder was? Da ist ein Geheimgang. Wollte ich ja sagen, also warum explodiert das Ding denn nicht? Gottes Willen. Dankeschön. Himmel. Ich muss aber auch sagen, die Fließbänder sind extrem schnell. Also, unangenehm schnell. Oh, scheiße, ich bekomme davon Schaden. Oh, das ist unschön. Oh, das war knapp. Ich glaube, ich muss darüber schweben. Nee, brauche ich nicht. Ah, die Screw Attack. Wunderschön, wunderschön. Mir gefällt sie so sehr. So, Screw Attack mal hoch. Oh, 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 oh. Aus. Böses Crew Attack. Mach das Ding nicht kaputt. Oh, das liegt ja an unserer Kleidung, ne? Scheiße. Oh, das ist übel. Aua. Diese blöden Typ mit der. Naja, Zeug halt da.
Fies. Ich sehe da unten was. Wow, what the fuck? RIP. Oh Gott, was geht denn hier ab? Aber diese blöden Zahnräder machen immer Schaden, das finde ich blöd. Aber es macht Sinn. So, für dich da vorne, mein Kollege, ne? Nehme ich einfach mal Standardzünder. Ah, die reichen auch. Das gibt's doch gar nicht. Naja, oder so. Hey. Warum muss ich hier eigentlich immer diese blöden... Warum immer diese blöden Zahnräder? Und diese blöden Fließbänder. Ich hasse Fließbänder. Das ist doch fies. Abgeprallt von der Wand, runtergefallen in den Tod. Das ist fies. Wow. So kann man am Ende natürlich auch zerstören. Wirklich jetzt? Wirklich jetzt, so blöder Geist? Okay. Spüre meine Arcana. RIP. So, jetzt aber. Typen da unten kriege ich auch weg. Bestimmt, irgendwann. Wenn ich ihn treffen sollte. Und nicht unbedingt hier sterbe. Das heißt, ich muss auch kurz mein Tonikum reinwerfen, um ein bisschen Leben zu regenerieren. Und Vampir am besten auch noch. Dann brauche ich im besten Fall wirklich noch meine Schwebeexplosion, um nicht komplett einfach zu sterben. Wow. Und hier laufe ich am besten runter und springe dann direkt wieder hoch. So. Oh, das ist eine gemeine Stelle, muss ich sagen. Richtig fies. Okay, da komme ich hoch. Locker. Hey, da unten ist was. Was ist da? Oh, Mist. Safe Point? Safe Point. Wow, 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 wow. Das ist nicht gerade die beste Stage für das Ding hier, denke ich mal. Das ist nämlich ziemlich fies. Was ist da unten? Da ist eine Münze. Ich hab's doch gewusst. Da komme ich ran. Halleluja. Hui. Kann man ja leicht übersehen, das Ding. So, ein paar Münzen für mich. Au. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Was haben wir denn gefunden? Express-Zahnrad, ein wertloses Relikt. Blabla, will irgendjemand haben. Ich glaube, ich weiß, wer es haben möchte. Interessant. Wenn habe, dann mache ich keine Screw-Attack. Also nicht direkt. Das ist wirklich sehr, sehr interessant zu wissen. Aber wenn ihr von der Wand abprallt, dann schon. Das gefällt mir gerade nicht. Aua. So. Typ hinüber. Dankeschön. Oh, endlich hier durch. Tutan. Danke sehr. Aua. Blöde.
Misttypen. Mag euch nicht. Aber das ist fies. Das ist sehr, sehr fies. Zumindest bekomme ich mein Leben wieder zurück. Ach, bin ich froh, dass ich das Ding genommen habe. Oh, mein Handy macht gerade ein Geräusch von wegen, hey, du hast eine Nachricht bekommen. Oder irgendjemand hat da irgendwas geantwortet oder so. Für das Ding habe ich auch was. Berserkerbräu. Ha, tot. Idioten. Blöde, blöde Geister. So, hier sind wir durch. Oh Gott. Muss wirklich aufpassen damit, ne? Also, damit zu sterben ist uncool. Ich glaube, hier möchte ich es auch nicht gerade haben. Oh Gott. Okay. Ich brauche am besten mal die Rauchbombe. Ein Tonikum werde ich mal reinschmeißen. So, durch hier. Ich glaube, hier hinter war eine Ratte oder so. Nee, Geist. Oh, das ist ein Geist. Mieser Mistgeist. Mistgeist! Raus hier. Okay, brauche ich unbedingt wieder die Rauchbombe. Wenn ich jetzt auf eine andere Seite kommen möchte, dann möchte ich nach Möglichkeit unbeschadet durchkommen. Aber das wird nicht so leicht passieren, denn da sind so viele Scheißdinger. Hui. Okay, ich brauche Vampir. Unbedingt gerade. Und am besten dann noch Streupulver. Und eine Sprunghülse. Ja. Damn, der hat mich gerade gewonshot damit. Goddammit. God fucking dammit. Schon wieder hier. Das gibt's doch gar nicht. Komm schon. Spiel sei nicht so arschig zu mir. Oh fuck. Das ist uncool. Ich werde mal direkt mal den. Auch den letzten Zünder noch. Ohne Scheiß. Der ist, glaube ich, hier ziemlich wichtig gegen die Geister. Was ist denn gerade für ein Zünder drin? Fernzünder. Doof. Rechter Zünder. Am besten mit der Bogenhülse. Und Streupulver. Windreichweite. Das ist unglaublich, dass er mich trifft damit. So. Ich mag die Dinger nicht. Ich mag sie einfach nicht. So, einmal kurz voll geheilt. Sprunghülse. Aber ich mag die Dinger wirklich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Abgefangen in der Luft. Schnell durch. Diese blöden Ratten, ne? Diese blöden, verkackten Ratten einfach. So, voll geheilt. Herrlich. Mal durch die Tür. Hallo, was haben wir denn hier? Schönes. Ganz viel Geld. Ziemlich viel Geld. Und Kisten.
mit mehr Geld. Hey. Hallo, Christian. Ich habe dich erwartet. So, was hast du denn jetzt heute Schönes für uns? Flakon der Flinkheit. Lässt dich wie der geölte Blitz spurten. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem Ding, muss ich sagen. Oh, shit. Aua. Das könnte interessant wirken. Ich will mal was ausprobieren. Voll aufgeladen. Natürlich dann, um eine School Attack zu machen. Warten, bis das Ding wieder voll ist. Gut. Ha. Das ist interessant. Wirklich, wirklich interessant. Und ziemlich gefährlich. Deswegen mache ich das Ding mal wieder weg. Und machen wir einen Bottich wieder rein. Weil gerade hier bräuchte ich eventuell einen Bottich wahrscheinlich eher. Holy fuck. Das war knapp. Fuck. Wo spawn ich? Wo spawn ich? Wo spawn ich, bitte? Fuck. So ein Mist. Berserkerbräu. Muss mal kurz die Dinge wieder wegmachen hier. Zünder wechseln und so. Hey, ich bin in der Mitte rausgekommen. Cool. Dann einmal kurz wechseln auf die Bogenhülse. Boah, ich könnte den Typen eigentlich ignorieren, wenn ich es kann. Nee. Doch, ich kann ihn ignorieren. So, wenn ich es schaffe, da oben gegen zu springen, dann bin ich soweit ganz gut bestellt. Und zwar hier ganz oben. So, hüp, Raketen, noch mehr Raketen. Warum fliegen die eigentlich Raketen durch? Ich verstehe es nicht. Ha! Kein Schaden genommen, kein Schaden. Herrlich. Herrlich, 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 kein Schaden. Du Kollege, du kannst nicht mal. Ich mache anscheinend Schaden, wenn ich gegen ihn laufe. Das ist cool. Andererseits nicht cool, weil... Und so. Weil ich jetzt mein Gold haben möchte. Dankeschön. Und dann will ich mal wieder Vampir reinschmeißen und am besten die Sprunghülse. Mit dem Standardzünder, genau. Schön, um mich ein bisschen zu heilen und generell. Heilige Scheiße. So, was haben wir denn hier jetzt schon wieder? Tolles. Famoses. Noch mehr Raketen. Sehe ich schon kommen. Sehe schon kommen. Ich werde einfach irgendwo sterben. Aber. Ich werde da vorne wahrscheinlich gleich sterben, in dem Loch. Oh, wie soll ich denn da rankommen? Fuck. Das ist eine gemeine Stelle. Ah, schon wieder? Okay, wenn ihr so wollt, dann screw-attack ich mich halt durch. Und bin froh über das Berserkerbräu. Nur die Hitbox von dem Berserkerbräu ist ein bisschen merkwürdig. So, durch hier. So, der erste weg ist. Der erste ist weg. Deutsch.
So. Raum ignorieren. Die Ratte hat es überlebt irgendwie. Schweinerei. Und dann der Ritter, der kann mich mal. So. Der ist hier nimmer. Dann kommen wir wieder zu diesem blöden Raum. Das ist ein arschiger Raum, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, da werde ich erstmal durchgehen wollen. Nein! Mein Gold. Oh no. Diese blöde Rakete einfach abgefangen. Das ist keine Abfangrakete oder so, ne? Also. Scheiß Ding. Mist. Hey, das Zahnrad ist weg. Interessant. Interessant. Aua. Blöde Drecksack. Du blöde Drecksack. Mann, ey. Der hat zwar nicht so viele Checkpoints und alles, aber das ist trotzdem extrem uncool. Alleine von den blöden Stellen, wo man einfach sterben kann. Ohne wirkliche, Chance, sich zu wehren wegen der ganzen Raketen. Oh Mann, ich muss gleich beenden den Part. Beenden den Part. Den Part beenden. Aber vorher muss ich noch durch. So. Oh Gott. Das hätte in die Hose gehen können. Kollege, du musst einfach bitte sterben. Dankeschön. Mann, immer diese Nerventypen hier. Ich glaube, ich sollte mal echt die Dinges wechseln auf die Schwarzpulver-Dinger. Holy fuck. Wie soll ich nach vorne rankommen? Ist hier ein Checkpoint, bitte? Da ist ein Checkpoint. Nehme ich erstmal einen Checkpoint mit und hole mir dann die Münze. Ist einfacher, glaube ich. Was auch einfacher ist, ist erstmal hier mit der Kühlbombe eben noch reinzubolzen. Und ein bisschen Gold. Nein. Oh, fuck. Naja, das Gold bekomme ich einfach wieder. Die Münze zählt ja immer noch als gesammelt. Bin ich trotzdem arschig. Also die Münze. Aber dann beende ich gleich den Part. Oh Gott. Hui. Da muss er wirklich, wirklich niedrig gehen. Schauen wir mal kurz. Geht's da weiter? Nee, egal. Ich beende den Part an dieser Stelle. Erstmal. Und wir machen den nächsten Part dann weiter bei Tinkerlight in seinem Tower. Ich denke mal, ich werde irgendwo erstmal das Zeug noch einsammeln hier. Wenn ich denn das Ding treffen würde. Ah, geht doch. Gestorben. Scheiße. Scheiße. Mann. Ich hab heute echt kein Glück, wa? Das Level ist echt schlimm. Zumindest bekomme ich noch ein paar Münzen, ne? Okay, scheiß auf das ganze Zeug. Ich hole mein Geld eben noch zurück und dann beende ich den Part ganz schnell auf die Stelle, auf der Stelle, wie auch immer. Ich heute nichts mehr Deutsch sprechen können und so. Ihr versteht, ne? Naja, was soll's. So. Ich bin raus für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung. Ansonsten hört man sich im nächsten Part, wenn wir weiter hier durchs
ewige Tinkernight-Zerstörungs-Molto, keine Ahnung, irgendwie so Drom gehen, keine Ahnung, wie auch immer. Euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.